Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, Beraterplatz ist frei, da haben wir letztes Mal schon reingeguckt, das konnten wir uns nicht leisten mit 5 Talern da. Okay, da müssen wir noch warten. Wir können aber definitiv die Pause rausmachen. Und da kommen schon neue Dinge, aber lass mal gerade lieber dann die Pause reinmachen. Was passiert denn da? Einladung zum Blatt der Föderation. Nö. Und nö. Beides nicht. Lass weiterlaufen. Wir sind hier am Kolonisieren und da am Annektieren. Hier sind 62,5% und die Kolonisierung dauert noch an. Das kann man nicht sehen. Da sind irgendwie die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Das dauert. 1000 Siedler brauchen wir, 479 haben wir. Sind das jetzt die Siedler, die rechts angezeigt werden? Okay, Nenner Pesch integriert. Okay. Haben wir geschafft. Gut. So, das ist in der Pause. Gut, was geht? Geschenk an den Staat. Erhalten 10,63 Dukaten. Und da erhalten wir Prestige. Ich bin derzeit am Überlegen, das Prestige zu nehmen. Einfach aus dem Grund, weil wir eine Aufgabe haben, die 50 Prestige hat, oder? Ja. Also, Prestige erhalten. Okay, das sind bestimmt alles Föderationseinladungen. Brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir die mal zusammen. Nee, da lang. Und okay, haben wir geschafft. Speichert. Die legen wir mal zusammen. Und alles gut. Können wir uns das überhaupt leisten, die so viele zu haben? Wo ist der Preis? Da. Das ist minimal im Minus. Dann machen wir da mal lieber ein bisschen zurück. Ein bisschen Plus wollen wir haben, wenn es auch nur 002 sind. Inflation senken brauchen wir nicht. Weiterlaufen lassen. Alles gut. Wie weit ist es? Geht. Wie war das jetzt? 300, 587. Die stehen da rechts auch. Alles klar, dann sehen wir das auch. Gut, nächstes Ziel entweder Manhattan. Manhattan wollen wir dann nehmen. Das ist dann auch hier zu. Dann krabbeln hier keiner mehr nebenher. Und wir haben hier den Handelspunkt dann gleichzeitig dabei. Jetzt sollten wir dann gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Gut. Aber momentan dauert das ja noch hier. Wie sieht's denn hier unten so aus? Da kriegt man, glaube ich, noch einen Kolonisten. Oder haben wir, ne, den haben wir schon geholt. Gut, hier unten geht was. Ja, super, mit Feuern. Einer von zwei Optionen wird einlagen. 80% auf den Kontrolle von Brandenburg die Ernte in der Provinz. 20% fackelt's ab. Administrative Macht. Komm, schick den Feuerteufel. Ja, da hat's geklappt. Wir haben 10% mehr Produktionseffizienz. Schön. Bedeutender Mann ist gestorben, aber irgendwie nicht bei uns. Auch gut. So, was haben wir hier? Aber dann mach ich jetzt mal gerade die Pause rein. Fahrtnetzwerk. Truppen nehmen Pfade, Truppenschleiße. Truppenverschleiß minus 20 und das andere ist mit Technologiekosten minus 100. Ja, spricht ganz klar dafür, das zweite zu nehmen, ne? Gut. Ich glaube, dann fehlt auch nur noch das eine. Okay. Da geht's weiter. Die militärischen Ideen, ist klar. Alles gut. Das ist jetzt nur noch dieser eine, der uns da fehlt. Und dann müssen wir die anderen noch hinkriegen. Hier oben ist aber auch nur noch einer. Gut. Weiter geht's. Truppen sind da. Das ist bereits unsere Kernprovinz.
Ach so, ja, okay, alles klar, hat dann geklappt. So, jetzt ist zu überlegen, wie es weitergeht. Was können wir tun, was können wir nicht tun? Wir haben eine negative Bilanz, da müssen wir vielleicht mal gerade reingucken. Ja. So, machen wir das mal. Und dann gucken wir doch mal weiter durch, oder? Das ist noch okay. Hier haben wir Feinde. Ne, Bündnis. Bündnis haben wir. Und die Messung Prestige ist klar. Das ist das Geld. Hier ist der Handel. Die sind immer noch unterwegs in den zwei Hauptorten. Da müsste ich mal hier reingucken, dann sehe ich das auch. Der ist da. Und da schöpfen wir auch ab, weil wir da haben wir auch einen relativ großen Einfluss, oder? 23%. Passt also. Zurück die Karte. Ja, das dauert noch ein Weilchen. Aber es ist auf einem guten Weg. Die Baumwolle ist da auch, das ist auch gut. Können wir hier was machen? Da ist Pelze. Können wir überhaupt mal gucken, was wir hier haben? Pelze. Überhandeln wir mit Pelzen. Keiner von unseren, alles gut. Da ist Getreide, oder? Ja. Das andere ist alles Pelze. Und hier haben wir dann das erste Mal Baumwolle wohl. 500 Eingeborene. Gut, wollen wir hier jetzt durch? Nee, ne? Da haben wir einen ganz guten. 14 von 14 haben wir jetzt. Okay, war das nicht letztens 15? Naja, ist auch egal. Automatisch speichern an. Rebellen. Stabilität. Ne, müssen wir nicht verringern. Prestige. Wie sieht es damit aus? 26, wir brauchen 50, ne? Ja. Das dauert ewig. Föderation. Oh, wir können hier unten was machen. Stammesverfassung. Machen wir natürlich. Und hier geht auch was. Da müssen wir gleich mal gucken, was ist da im Hintergrund aufgehangen. Bedeutender Mann ist nicht bei uns. Okay. Administrative Ideen kosten jetzt weniger. Geht aber nichts mehr. Und hier sprechende Blätter kosten dann weniger. Bessere Beziehung und diplomatisch Geschick. Egal, einfach von links nach rechts, glaube. Hängt dann sowieso gerade nicht weiter. So. Monopolfirma gegründet. Entweder Geld oder Anstieg an Handelseinkommen. Diplomatische Macht oder Geld. Geld haben wir nicht, aber ich glaube, es ist das besser. Das kann zu. Im Hintergrund ist noch was auf. Eingebunden diplomatische Ideen. Okay. Geschicke besser. Okay, da gab es einen Prestigepunkt für. So, dann würde ich sagen, können wir auch schon den Kolonisten dahin senden und die Truppen hinterher. Und dann machen wir da weiter, oder? Oh nein, oh doch. Wir haben verloren. Ist nicht wahr, oder? 13 Truppen verlieren da. Krass, oder?
Die haben eine gute Moral, oder? Da huschen wir doch nochmal rein. Jetzt haben wir gewonnen. Auch interessant, oder? Versteht keiner, aber ist jetzt auch egal. Gut. Was haben wir denn hier? Rohstoffe von Migranten aufgebraucht, okay. Was ist da? Müller Winter gibt's da auch, interessant. Ja, da müssen wir jetzt weiter wachsen, ne? 69 Siedler. Da wissen wir noch nicht, was ist. Wer war da mit einem Schiff unterwegs? Die Spanier sind das, auch schön, ne? Da sind die Spanier hier in der Ecke schon. Und wer ist das? Die Portugiesen, auch da. Dann landen die bald an, ne? Wir haben schon wieder verloren. Irgendwie haben wir Truppen, die nichts taugen, oder? Eine Generation von Weiglingen. Boah. Bekehren wir. Was passiert denn hier jetzt gerade? Unsere Truppenmoral ist echt down, oder was? So, jetzt auf ein neues, oder wie? Die hauen sich da. Ja, wir haben Verlust erlitten, das ist auch klar. Können wir da was machen? Finanziell können wir da ein bisschen höher. Gibt kein Militärzugang. Nee. 12, das steigt gerade viel, ne? So. Das ist ja schön. 100 Bevölkerung mehr. Okay, das dauert auch eine Weile dann, ne? Sehe ich irgendwo schon irgendein Land? Was Spanien oder Portugal heißen würde? Nein, das ist schon mal gut. Wer ist das? Automatisch speichern. Das Geld läuft ein bisschen. 38. Können wir hier einen einstellen? Oh, würde jetzt gehen. Alle drei würden gehen. Moral der Armee, Disziplin. Oh, ein Ruf zu den Waffen. Dann machen wir gerade eine Pause rein. Wir gucken erstmal hier. Moral der Armee plus 10. Das ist ja nicht schlecht. Disziplin. Ich glaube, dann nehmen wir mal die Moral. Ja, das machen wir.
Ja, jetzt möchten die Unterstützung von uns haben. Gegen wen? Pepotisch? Wer ist das denn jetzt, bitteschön? Ah, die wollen da rein, alles klar. Und wir sollen die unterstützen. Wenn wir ablehnen, erhalten wir 25 Prestige. Tun wir doch mal. Ja, super hier. Und was war das denn jetzt für ein Ding? Auf jeden Fall hat sich's hier jetzt gerade ziemlich gut für uns verbessert mit unserem Nachfolger. Das ist ja schon mal was, oder? Während das mit dem Prestige natürlich gerade mal wieder in die Hose gegangen ist. Gibt keinen Militärzugang für euch. Und die haben es verloren. Und wir können schon wieder was aufmachen. Und das ist das letzte, glaube ich. Ja, dann haben wir jetzt nur noch hier zwei Sachen, glaube ich. Oder sind es drei? Ich glaube zwei. Truppenverschleiß ist weniger, ist klar. Oh nein, gewonnen. Okay. Oh nein, verloren. Gibt's doch gar nicht. Oh nein, die Kolonisierung von diesem Land ist unwahrscheinlich schwierig wohl, ne? Kriegen wir das irgendwann nochmal hin? Unsere Truppen sind zu schlecht. 2500 Eingeborene. Ist krass, oder? Wir können noch was machen. Also noch zwei. Gut. Das ist das letzte. Läuft. Schlecht, aber es läuft. Keine Föderation und hier haben wir richtig viel Geldverluste gerade. Nein. Ein Bündnisangebot von Aberkisch. Ne, wir gehen jetzt keine Bündnisse ein. Die wären hier oben, glaube ich, gewesen, ne? Ja, ne, lass mal. Wichtig wäre es, dass wir hier durchziehen mal endlich. Aber das kriegen wir irgendwie nicht hin, ne? 68 Kolonisten sind das mal gerade. Die fällen da die Bäume. Automatisch speichern. Vielleicht sollten wir die teilen. Oder? Die sind schon wieder. Wir laufen. Nee. Ach, die wird als eine Armee jetzt befehligt. Interessant. Machst du wieder zusammen. Da habe ich was Falsches gemacht, ne?
Tja, da haben wir jetzt Inflation, kann ich auch nicht ändern. Könnt euch nur neu organisieren, wenn zwei Einheiten ausgewählt worden sind. Naja. Albion, das ist es. So. Wenn die einen dann weglaufen, kann ich die anderen reinschicken, ne? Und der mit dem Anführer ist diese Truppe, ne? Genau. Und diese sind ohne Anführer, passt. 233 sind da rein. Okay. Das geht soweit voran. Langsam aber, es klappt vielleicht was. Ich sehe noch kein anderes Land hier. Ja, müssen wir gucken. Wichtiger Mann gestorben, aber keiner von uns. Wir bräuchten irgendwie noch einen Nachfolger, ne? Gut. Okay, aber ich denke mal, wir sind bei der Folge am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.